einreiben, sprühen. Das nervige Summen eines Mückenvertreibers oder eine stinkende Duftkerze. Nein, der Kack hilft meist überhaupt nicht. Mein Kumpel, der Sascha, der hat mir da was empfohlen und der ist Profi-Angler, der muss es schließlich wissen. Ständig ist er unterwegs im mückenverseuchten Norddeutschland, wohnt mitten im Moor, wo dauernd Mücken rumfliegen und du kannst da nicht auf der Terrasse sitzen, ohne dass du dauernd... Ne? Das nervt. Geht man meist nach drinnen. Er hat sich Thermazell gekauft und war auf jeden Fall überrascht, dass er angeln kann, ohne dass er einen einzigen Mückenbiss hat, dass er auf der Terrasse sitzen kann, ohne dass er dauernd hier nach den Blutsaugern schlagen muss. Ich habe mir das Zeug auch bestellt und jetzt natürlich die Frage, ist Thermazell wirklich eine Wunderwaffe oder einfach nur eine Masche, um ordentlich Geld zu verdienen? Ich würde sagen, das checken wir mal nach dem Intro. Ab geht's. Schön, dass du erstmal eingeschaltet hast. Ich bin zwar Onkel Kramer und Mückenzeug. Ne? Zuerst mal muss ich sagen, das Zeug, das ist wirklich arschteuer. Also ich hätte es mir so nicht bestellt, wenn der Sascha nicht das empfohlen hätte. Und weil ich das einfach für eine Masche halte, um Geld zu verdienen. Zumal wir hier nicht einmal Geld investieren, sondern immer wieder das Zeug nachkaufen müssen. Man muss also wirklich wissen, ob einem sowas das wert ist. Ne? Ja, was soll ich sagen, mir ist es das wert, auf der Terrasse zu sitzen oder beim Angeln und nicht dauernd nach den Viechern zu schlagen. Und dann juckend nachts im Bett zu hocken. Und deswegen gucken wir uns das mal genauer an. Wer möchte, ich habe das wie immer auf Amazon auch verlinkt. Also der Link ist unter dem Video in der Infobox drin. Und schauen wir mal, wie das Ganze hier arbeitet. Und vor allen Dingen pinke, was das Ganze kostet. So, wir haben hier zwei verschiedene Modelle. Das hier ist so ein Handapparat, den habe ich noch nicht in Betrieb. Dann ist hier nochmal so eine Laterne. Beide Dinger sind mobil. Obwohl das hier nochmal ein bisschen kompakter und eher was fürs Angeln ist. Schauen wir mal zuerst die Laterne an. Ich würde sagen, befülle ich das einfach mal, dann versteht ihr auch besser, wie das überhaupt funktioniert. Also wir haben hier so ein Plättchen, das ist in der Tüte, das riecht so ein bisschen nach Vanille, aber nachher im Betrieb riecht es eigentlich kaum oder man nimmt es kaum wahr. Das wird dann hier oben reingeschoben. So, das sitzt hier dann auch stramm drin, kann nicht mehr rausfallen. Ist ein bisschen tüdelig, wenn man das dann wechseln muss. Das sitzt blau und nach 4 Stunden sollte das weiß sein. Sobald das weiß ist, weiß man auf jeden Fall Bescheid, der Wirkstoff ist hier raus. Jetzt können wir hier diesen Untersatz abnehmen und hier ist eine Gaskartusche drin. Ich nehme die mal ganz kurz raus, damit ihr das seht. Hier diese Gaskartusche, die reicht für 12 Stunden. Es soll Möglichkeiten geben, das Ganze irgendwie nachzufüllen oder irgendwelche Adapter gibt es dafür. Ich muss allerdings sagen, dass mir das bei Gas so ein bisschen mulmig im Bauch ist und ich die deswegen lieber neu kaufe. Es gibt halt diese Nachfüllpacks, das sind Gasflaschen sind das. Und ich denke mal, dass es hier im Zubehör auf Amazon auch dementsprechende Nachfüllbehälter dafür gibt. Auf jeden Fall schrauben wir das Ganze hier unten rein. Das ist quasi wie so ein Feuerzeugtank, könnte man sagen. So, jetzt machen wir hier unseren Deckel wieder drauf. Zack. Auf der Rückseite haben wir hier einen Starterknopf. Also wir gehen einmal auf On. Jetzt warten wir so ungefähr 10 Sekunden. Und dass das Gas einströmt. Wir müssen auch keine Angst haben, dass es jetzt hier eine Verpuffung gibt. Und dann drücken wir zur Sicherheit öfters den Startknopf 5-mal. Und wenn man hier mit dem Auge reinguckt, dann sieht man so einen glühenden Punkt und dann weiß man, das Ding ist auf jeden Fall an. So, es geht auch nicht wieder aus. Kann man pusten, wie man will. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Glühpunkt und der erhitzt hier oben diese Platte und verdampft quasi den Wirkstoff. Das ist wie bei diesen Dingern, die man auch in die Steckdose, glaube ich, reinsteckt. Wir haben hier unten noch die Funktion, das ist jetzt bei diesem Modell batteriebetrieben nochmal mit 4 Batterien. Dass wir das auch als Laterne nutzen können, wobei, weiß ich nicht, Licht lockt ja eigentlich Mücken an. Wir haben das Ding auf der Terrasse stehen gehabt und es dauert ungefähr 10 bis 20 Minuten, bis sich der Wirkstoff verteilt. Und die Werbung ist wirklich kein Scheiß, wir haben bis zu 21 Quadratmeter um diese Lampe umzu, kein einziges Vieh. Fliegen und Wespen kann man sein, ja, aber Mücken gar nicht. Der Wirkstoff, der reicht für 4 Stunden. Man kann das Ding auch abstellen. Man sollte allerdings dieses Plättchen irgendwie am besten, wenn man es dann länger nicht benutzt, irgendwie in so eine Alufolie reinwickeln, weil sonst verdampfen natürlich diese Wirkstoffe von alleine. Aber nach 4 Stunden sieht das Plättchen dann weiß aus. Und somit wissen wir, der Wirkstoff ist runter und wir müssen wieder investieren. Jetzt sind wir natürlich bei dem Kostenpunkt und ich finde, es ist echt teuer, aber auf der anderen Seite weiß der Hersteller wahrscheinlich genau, wie sinnvoll das ist und wie gut das funktioniert. So ein Plättchen, beziehungsweise 4 Stunden im Betrieb oder sagen wir mal 1 Stunde im Betrieb, kostet euch umgerechnet 75 Cent. Kommt natürlich immer darauf an, was für ein Paket ihr von diesem Zeug hier kauft. Es gibt da auch Fremdhersteller, da sind die Plättchen ein bisschen schmaler oder kleiner. Da kann man dann zum Beispiel 2 Stück von reinpacken übereinander und dann habt ihr denselben Effekt.
Bloß eben günstiger, aber hier bei Fermacell, beim Originalhersteller, seid ihr bei 75 Cent die Stunde. Ist es mir das wert? Ja, ist es auf jeden Fall. Also beim Angeln ohne Mücken zu sitzen, ist ja schon mal super auf der Terrasse, beim Besucher, beim Grillen oder beim Campen oder so, ist es doch mega geil, wenn man keine blöden Kackmücken hat. Trotzdem sind 75 Cent wirklich echt viel Geld und der Hersteller lässt sich gut bezahlen. Aber wie gesagt, wenn man da auf Fremdhersteller geht, dann kann man da auch dieselben Erfolge erzielen. Ich habe es selber noch nicht getestet. Aber wie gesagt, der Profi-Angler aus Norddeutschland, der hat es schon mal gecheckt. Es gibt da auch die verschiedensten Designs. Das ist jetzt einmal hier so ein Ding zum Mitnehmen quasi fürs Angeln. Wobei man die andere Lampe auch mitnehmen kann. Also wir brauchen keine Batterie oder irgendwas. Hier auch dasselbe. Wir schieben hier unseren Wirkstoff rein. Zack. Passt übrigens auf. Checkt immer vorher, ob hier das Lichtlein glimmt. Wenn das Lichtlein glimmt, dann ist es hier oben sehr heiß. Also man kann da wohl anfassen, aber ich würde jetzt nicht anfangen versuchen, das Ding da raus zu popeln, wenn es noch heiß ist. Dann verbrennt ihr euch nämlich die Finger. Meine Frau kann da ein Liedchen von singen. So, jetzt probieren wir das andere Ding mal. Was halt schade ist wirklich, dass es, oh, ich sehe gerade, ich glaube, man kann die doch nachfüllen. Das sollte ich nachher mal ausprobieren. Hier unten ist ein Loch mit einem Ventil drin. Das heißt, man sollte das ja auch eigentlich auffüllen können, oder nicht? Wer es schon mal probiert hat oder so ein Ding hat, der kann es ja gerne mal sagen. Also die Dinger werden hier unten reingeschraubt. Also so haben wir auch nicht irgendwie die Gefahr, dass es Gas leckt. Da ist noch eine Dichtung zwischen. Hier machen wir auch wieder auf On. Und jetzt drücken wir auch wieder fünfmal. Hier sieht man es ein bisschen besser, dass hier drinnen der Punkt leuchtet. Und dann sehen wir, dass das Ding auf jeden Fall funktioniert. Es braucht, wie gesagt, 10 bis 20 Minuten Anlaufzeit, bis sich der Duft gut verteilt hat. 4 Stunden reicht so ein Pad hier oben. Also nach 4 Stunden sollte das wechseln, beziehungsweise wenn es weiß ist. Welches Design man nimmt, ist relativ wurscht, weil die Funktion und die Arbeitsweise ist ja eh immer dieselbe. Aber das Teil ist definitiv mal etwas, was gegen Mücken hilft. Man muss sich nicht einreiben, man stinkt nicht nach irgendwas. Und muss auch nicht, es gibt ja diese Mückensummer, die hören wir Erwachsene nicht mehr, aber die Kinder, ich habe es gehasst, wenn meine Mutter das abends ins Zimmer reingemacht hat. Diesen ätzenden Mückensummer. Und trotzdem wurden wir morgens immer mit Mückenstichen wach und sowas ist einfach mal cool. Ich finde das wirklich geil. Wenn wir es nicht mehr brauchen, können wir es einfach zack hier auf Off stellen. Sollte man noch eine gewisse Zeit warten, bis man sich das in die Tasche steckt. Wenn ihr wollt, probiert es doch mal aus. Der Link ist in der Box. Wenn es nicht helfen sollte, dürft ihr gerne den Kanal deabonnieren und mich steinigen und keine Ahnung was. Ich bin auf jeden Fall mega begeistert davon und freue mich, dass wir jetzt auch abends mal länger draußen sitzen können, ohne dass wir die nervigen Viecher haben. Wir haben hier einen Fluss hinterm Haus, einen Wald und das ist so ätzend, wenn die ganzen, ich meine, die sind auch wichtig, diese Tiere. Ich weiß nicht für wen, aber für irgendwas sind die bestimmt wichtig. Aber nicht an meiner Haut, bitte. Wenn ihr wollt, probiert es doch mal aus. Der Link ist in der Box. Wenn es nicht helfen sollte, dürft ihr gerne den Kanal deabonnieren und mich steinigen und keine Ahnung was. Ich bin auf jeden Fall mega begeistert davon und freue mich, dass wir jetzt auch abends mal länger draußen sitzen können, ohne dass wir die nervigen Viecher haben. Wir haben hier einen Fluss hinterm Haus, einen Wald und das ist so ätzend, wenn die ganzen, ich meine, die sind auch wichtig, diese Tiere. Ich weiß nicht für wen, aber für irgendwas sind die bestimmt wichtig. Aber nicht an meiner Haut, bitte. Lasst ein Abo da, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer. Ciao.